Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Irenes Bastelzimmer. Ich bin Irene und ich möchte heute mal eine Technik zeigen, also eine Technik, und ich möchte euch auf etwas im Winterkatalog hinweisen. Dazu nehme ich euch mal schon mal einmal auf den Tisch. Und zwar auf der Seite 51, da hat Stampin' Up 4 Farbvarianten vorgestellt. Und ich habe mich entschieden, die mal alle nach und nach nachzubasteln und mich heute für dieses Projekt entschieden. Und zwar steht ja da klassisch weihnachtlich, bleiben Sie bei den bewährten Rot- und Grüntönen, die schöne Erinnerungen an Traditionen wecken. Die verwendeten Farben sind Glutrot, Apfelgrün und Gartengrün. Jeweils so sehe ich das. Und wie das gemacht wird, das zeige ich jetzt gleich mal. Besonders möchte ich auch gleich nochmal erklären, wie man
das Stempelmotiv koloriert. Denn ich habe eine andere Farbe verwendet als sonst und dann noch zwei andere Farben, also noch anders als sonst. Also, ich starte jetzt mal direkt und zeige euch dir, wie ich die Karte hergestellt habe. So, wir brauchen eine Grundkarte, ganz normal, DIN A4, der Länge nach halbiert und dann wieder halbiert. Wir brauchen zwei Elemente Farbkarton, die sind eigentlich mehr nur Deko, ich sage aber trotzdem mal die Maße. Der rote ist 9 mal 11,5. Und der weiße ist 8,2 mal 10,5. Du kannst es natürlich machen, wie du möchtest. Ich fand das jetzt so recht ausgewogen für mein Auge. Die werden so ein bisschen schräg versetzt übereinander geklebt. Und vorher wird die Grundkarte mit Designerpapier beklebt. Das hier abgebildete Designerpapier hatte ich nicht mehr, beziehungsweise ich habe schon so derartig viel damit gebastelt, dass ich den Bogen nicht mehr hatte, habe mich aber dann dafür entschieden, aus dem Produktpaket Zierschleife diesen Bogen zu nehmen. Der ist auch gartengrün mit Blutrot und von daher war das für mich in Ordnung. Um die Karte vollflächig abzudecken, brauchen wir 10,5. Ich nehme immer gern 1 mm tatsächlich mehr, um dann eventuell was wegzukürzen. 10,5 mal 14,8, also 14,9. So. Das wird einfach aufgeklebt. Passt. Ja, ich sage, ist gut, wenn man mal so ein Millimeterchen mehr hat und wenn es dann übersteht, ja doch hier, dann kann man später immer noch mal wieder was wegnehmen. Besser als wenn es zu kurz ist. Na, ist mein Kleberoller endlich alle. Ihr wisst ja, ich bin dabei, meine alten Kleberoller aufzubrauchen und auch die entsprechenden Nachfüller. Ich hatte mir damals im Ausverkauf etliche noch besorgt und will die jetzt einfach aufbrauchen, bevor sie irgendwann eingetrocknet sind womöglich und dann nicht mehr kleben. Das wäre nämlich auch ärgerlich. So, das kommt da drauf. Das nehmen wir mal gleich weg, bevor ich das noch vergesse. Und dann können wir das schon aufnehmen, das rote Element, ein bisschen so schräg. Und das weiße darüber. Ja, der ist jetzt auch schon fast alle, ist auch schon urlaubsreif hier mein Combo. Und das kommt so darüber. Und jetzt kommen wir zum Interessanten, nämlich zum Stempeln des Hirsches. Ich habe diesmal nämlich nicht Memento genommen, sondern Kieselgrau. Das ist ein bisschen gefälliger, könnte man sagen. Also es ist nicht ganz so krass wie beim Memento, aber trotzdem ausreichend dunkel. Und das kann man ja auch sehr gut mit den Stampin' Blends verwenden. Denn das ist auf Wasserbasis und verträgt sich gut mit den Alkoholmarkern. So, ihr kennt mich. Ich sage ja immer, erst stanzen, dann anmalen, weil ich schon die leidvolle Erfahrung mal gemacht habe tatsächlich, dass ich erst koloriert habe, dann ausgestanzt und dann habe ich es schief ausgestanzt. Und dann war die ganze Koloration umsonst. Deswegen bin ich mittlerweile so weit, dass ich lieber erst stanze und dann einfärbe. Ich fixiere mir das wieder mit ein bisschen Post-it. Klebeband. Damit es nicht verrutscht. Hm.
Moment, dann können wir das hier durchpullen. Also ich habe ja mittlerweile, ich habe ja zwei, ich habe ja ein richtiges Bastelzimmer und ich habe dieses quasi Filmstudio und ich habe ja jetzt mittlerweile zwei dieser kleinen Stanzmaschinen. Ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich damit, denn ganz oft habe ich hier oben die große Stanzmaschine zum Beispiel und brauche sie aber unten und muss dann immer hin und her laufen. Und deswegen bin ich jetzt ganz happy, dass ich zumindest schon mal zwei kleine habe. Also noch eine große schaffe ich mir nicht an. Zur Koloration. Ich habe verwendet Stampin' Blends. Und da habe ich, es war angegeben in der Zutatenliste von Stampin' Up, mittel und hell. Und ich, das steht ja hier gar nicht drauf. Ich habe die damals gekauft, als die noch Nummern hatten. Und musste da erstmal gucken. Je höher die Nummer, desto heller wird der Ton. So, das heißt, 5 und 600 ist hier unten abgebildet. Das ist 5 und 600. Mittelhell ist 7 und 800. Und 900 und 1000 ist dann ganz hell. Ich verwende, ich muss mal gucken, ich habe glaube ich nur die 600 hier genommen. Fangen wir einfach mal an. Ich gehe erstmal am Rand ein bisschen entlang. Ja, das war, ist der richtige Ton. So ein bisschen rötlich. Jetzt doch mal die Pinselspitze. Mal das mal einfach erstmal aus. So, das Ohr bleibt hell. Und das Bein sollte ich nicht vergessen. Wenn ihr da jetzt nochmal drüber geht über die Ränder, dann wird es da noch ein bisschen dunkler. Also man legt quasi immer die Farbe übereinander. 600, 500 ist ein bisschen dunkler, was hatte ich gesagt? Je kleiner, desto dunkler, ne? Schauen wir mal. Ah ja, doch, da kann man nochmal ganz gut am Rand entlang gehen. Und hier auch gerade, wo diese Strichelchen vorgegeben sind, da kann man dann nochmal ein bisschen dunkler schattieren. Und dann haben wir hier hinten noch so eine, ich glaube Blume heißt das beim Reh, beim Rentier. So ein bisschen heller. Schaut mal. Und dann können wir das gleich aufkleben. Was ich noch gemacht habe, ich habe hier einen weißen Marker, den hatten wir mal irgendwann bei Stampin' Up. Jetzt gibt es den, müsst ihr euch den anderweitig beschaffen, wir werden den verlinken. Damit kann man wirklich gut hier nochmal drüber gehen und so ein paar weiße Akzente setzen. Pünktchen oder kleine Strichelchen. Denn dadurch kriegt das Rentier nochmal ein bisschen mehr Leben. Ich fürchte, das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, aber probiert das einfach mal aus. Das hat sich wirklich, also bewährt sich, muss ich sagen. Das kann jetzt mal kurz ein bisschen trocknen. Dann haben wir noch die Ilex-Blätter. Das sind die Blätter. Das sind die Beeren. Die stanzen wir jetzt auch noch mal durch. Zweimal die Beeren. Und zweimal jeweils die Blätter. Also nicht wundern, manchmal habe ich gedacht schon, wo ist denn meine Stanzform? Da klebt die dann an der Platte.
Ich habe ja hier so eine kleine, hier klebt es wieder, eine kleine Magnetschale. Nicht immer, aber ich versuche es eigentlich, sie immer da bereitzustellen, dass mir meine Stanzformen nicht abhanden kommen. Einfach da reinwerfen, ne? Und dann hat man das gleich am Start. So, und jetzt noch die Blätter. Das ist ein bisschen klein. Dann nehmen wir hier eine Ecke raus. Das ist eine schöne, schnelle Karte. Jetzt reicht das nicht. Schöne, schnelle Karte, wo auch die Produkte gut zum Einsatz kommen. Also nicht so einseitig. Ne? Also es wird zum einen gestempelt und es wird koloriert. Und es sind andererseits aber auch Stanzteile mit dabei. Das finde ich echt gut. Den grünen Apfel brauchen wir noch. Da passt es, da habe ich noch die beiden ausgestanzten. Mich würde auch noch mal interessieren, was habt ihr euch als erstes bestellt? Und waren die Rentierspiele mit dabei? Also für mich sind die ja ein ganz haushoher Favorit. Aber mir gefällt überhaupt der ganze Winterkatalog total gut, muss ich sagen. Und so schöne, fröhliche Motive drin. Und dann können wir die Karte quasi fertig dekorieren. Vorbereitet habe ich schon in weiß embossed auf glutrot diesen Spruch. Hurra, bald ist Weihnachten. Den ich aber jetzt doch noch mal ein bisschen kürzen werde. Also ich hatte gleich bei dem, ich mache dann immer gleich mehrere Sprüche, damit ich nicht jedes Mal das, also den Stempel sauber machen muss und dann wieder embossen. Und wenn man dann gleich mehrere auf Vorrat hat, das macht sich ganz gut, muss ich sagen. Guck mal, da ist ein bisschen schief. So, ja, besser. Müsst ihr gucken, dass das in der Schneideführung ist. Ein ganz bisschen habe ich abgesäbelt, aber ist okay. Das kommt hier schräg drauf, entweder ein bisschen abschneiden oder so belassen. Und ich arrangiere mir das jetzt erstmal einmal, damit ich weiß, wie alles passt. Die können wir schon übereinander setzen. Also ich habe mich da komplett am Muster orientiert. Das ist immer das Einfachste. Finde ich gerade, wenn man neue Produkte hat, dann ist es immer leichter, bevor man sich da selber stundenlang was ausgrübelt. So. Okay, der kommt in die Ecke.
kommt da hin. Den setzen wir dazwischen. So. Und dann haben wir noch das Reh, was hier noch so ein bisschen durch die Gegend springt. Jo, so kann das bleiben. Die Ilex-Bären noch draufsetzen. Den setzen wir noch mit der Menschenholz drauf. Und als Deko habe ich noch die facettierten, bunt schimmernden Schmucksteine genommen. Da guckt ihr mal, was ihr habt. Ihr könnt auch Strasssteine nehmen oder die neuen Schneeflocken, die wir da im Sortiment haben. Ich nehme jetzt diese hier, die sind selbstklebend. Das sind immer sehr angenehm, weil man muss da nicht noch mit Kleber rumhantieren. So, und fertig. Und das war's von mir, die letzte Idee im Urlaub quasi. Wir sehen uns wieder hier in Kürze live auf dem Kanal. Und ja, schickt mir gerne Bilder. Schickt mir gerne Bilder von euren Projekten. Oh, ich sehe gerade, war noch nicht fertig. Das hatte ich noch nicht festgeklebt. Ich wollte euch gerade die Karten in die Kamera halten, damit ihr seht, wie gut das mit dem weißen Gelstift aussieht. So. Ich halte euch das nochmal in die Kamera. Schaut mal. Ein bisschen rüberrutschen. Da kann man es gut. Jetzt kann man es sehr gut sehen. Ne? So sieht es aus, wenn das so ein bisschen mit dem Gelstift nachgearbeitet wird. Ja, ich bin gespannt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euch die Karten gefallen. Ist euch das überhaupt schon aufgefallen auf der Seite? Ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war. 52, 54. Schaut da gerne nochmal nach und guckt euch die Ideen an. Und wenn mein Video jetzt euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke. Und ich sage wie immer, vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.